Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti. Siamo quindi oggi nella seconda parte di questa giornata dove tratteremo come argomento l'interpretazione simultanea a Norimberga, un evento epocale. Il primo intervento sarà della professoressa Dörte Andres, che si è occupata a lungo di queste tematiche e farà un'introduzione anche storica di cosa ha portato al processo di Norimberga. Also, liebe Dörte, du kannst jetzt. Einen schönen guten Nachmittag nach Trieste. Kann man mich hören? Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ich grüße Trieste und freue mich über die Einladung, hier sprechen zu dürfen in Deutsch. Ich habe ein Problem, ich höre die Dolmetscher im Ohr, also hier im Raum zusätzlich. Das heißt, ich müsste irgendwas machen, um die Dolmetscher nicht zu hören. Jetzt ist es besser. Es ist in Ordnung, jetzt habe ich die Verdolmetschung ausgestellt. Kann man mich weiter hören? Gut, dann fange ich einfach an. Ich freue mich, dass ich auf Deutsch sprechen kann. Bin darüber sehr glücklich. Danke der Organisation und den DolmetscherInnen für diese Gelegenheit. Meine Hochachtung auch für diese ganze Veranstaltung. Man kann ahnen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Mein Vortrag hat den Titel I was 21 when I started that work and I was 10 years older when I left. Das ist ein Zitat von Patricia van der Elst. Sie hat ein Interview gegeben im Jahr 2002 und hat dann dieses Zitat formuliert. Patricia van der Elst hat in Nürnberg gedolmetscht. Sie hat ein Examen gemacht an der ETH in Genf im April 1946. Da hatte der Prozess bereits begonnen und machte dann einen Test und ging mit 21 Jahren im Juni 1946 nach Nürnberg als Dolmetscherin für Französisch und Englisch. Was erwartet sie? Im Folgenden geht es um die Vorgeschichte zum Prozess. Es geht um Eckdaten, es geht um Hitlers Machtergreifung und es geht um die Angeklagten. Ich werde auch kurz sprechen über die Rekrutierung der Dolmetscherinnen und wir werfen auch einen Blick auf die Biografien von zwei sehr interessanten Männern, die für diesen Prozess auch eine besondere Verantwortung hatten. Das ist Leon Dostert und Peter Überall. Was folgt, ist zunächst einmal ein Schnelldurchgang durch die Geschichte. Dieser Schnelldurchgang ist meines Erachtens wichtig, um den Prozess in seiner ganzen Dimension zu verstehen. Der Zweite Weltkrieg begann mit dem Überfall auf Polen im September 1939. Bis Mitte 1941 erfolgte ein Eroberungskrieg. Welche Länder erobert worden sind, steht auf der Folie. Es folgte ebenso der Angriff auf die UdSSR. Gleichzeitig 1941 erfolgte die Kriegserklärung an die USA. Das heißt, wir hatten Kriegsschauplätze in Europa, im Pazifikraum und in Nordafrika. Und wenn man das Ganze visualisiert, sieht das so aus. Das ist der Zweite Weltkrieg 1942. Interessant sind hier zwei Farben. Rosa, das sind die Kriegsgegner. Und die Blautöne sind die Mitglieder des Drei-Mächte-Paktes, Deutschland, Italien und Japan. Also die bekannte Achse, Berlin, Rom, Tokio und die Verbündeten. Der Zweite Weltkrieg war der größte militärische Konflikt in der Geschichte der Menschheit. Über 60 Staaten waren beteiligt und es gab rund 70 Millionen Kriegstote.
Die Sowjetunion hatte die meisten Kriegstoten, insbesondere auch unter der Zivilbevölkerung. Insgesamt etwa 25 Millionen Kriegstote. Gefolgt von China mit etwa 20 Millionen und Deutschland mit etwa 8 Millionen. Wie konnte es dazu kommen? Und damit sind wir bei Hitler und dem Nationalsozialismus. 1920 erfolgte die Gründung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP. Die Ideologie, die hinter dieser Partei stand, war Antisemitismus, Nationalismus, Totalitarismus. Ab 21 war Adolf Hitler Parteivorsitzender. Es gab in dieser Zeit die Verabschiedung eines 25-Punkte-Programms. Unter anderem waren ganz wesentliche Punkte in diesem Programm die Aufhebung des Versailler Friedensvertrages, das heißt die Einstellung der Reparationszahlungen Deutschlands, Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft von Juden, da haben wir den Antisemitismus, und die Stärkung der Volksgemeinschaft. Was heißt das? Im Nationalsozialismus stand der Begriff Volksgemeinschaft für die soziale Gemeinschaft, die politische Einheit und den nationalen Wiederaufstieg. Das heißt Deutschland als Nation. 1923 wurde die NSDAP verboten. 1925 erfolgte eine Neugründung der Partei und es erschien von Hitler Mein Kampf. Ein Buch, das in den meisten deutschen Haushalten im Bücherschrank stand, das aber von kaum einem gelesen worden war. Wenn man es gelesen hätte, hätte man feststellen können, dass das, was dort stand, dann auch tatsächlich so eintrat. In diesem Mein Kampf gibt es bereits die Beschreibung der primitiven Naturvölker. Es gibt die Aufteilung in gute und schlechte Erbanlagen und es wird gesprochen von der natürlichen Selektion. 1925 bis 1930 verzeichnet die Partei steigende Mitgliederzahlen. Der Grund, die Weltwirtschaftskrise, wachsendes Elend in der Bevölkerung. Und man hatte dem internationalen Finanzjudentum den Kampf angesagt. Am 30. Januar 1933 erfolgt die Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler und das bedeutet das Ende der Weimarer Republik. Hitlers Weltanschauung bestimmt in den Folgejahren die nationalsozialistische Außenpolitik. Sie ist geprägt von dem bereits genannten Antisemitismus, Antibolschewismus, von der Gewinnung von Lebensraum im Osten, um eine rassisch begründete Vorherrschaft zu erlangen. Das Ergebnis waren der Zweite Weltkrieg und als Folge die Nürnberger Prozesse. Chefankläger war Robert Jackson. Er war von Truman ernannt worden. Es war der Präsident nach Roosevelt. Gewählt wurde Nürnberg als Prozessort. Was war der Grund? Der Grund, und das werden wir gleich noch sehen, war ein fast völlig intakter Justizpalast. Der Grund war auch, dass Nürnberg symbolträchtig war. Hier fanden die Reichsparteitage statt und hier wurden die Judengesetze erlassen. Es war auch klar, dass dieser Prozess mit einer anderen Technik als konsekutiv abzulaufen hatte, nämlich mit einer Simultantechnik, denn es ging um 4 Sprachen und der Prozess sollte ein Medienereignis werden. Es sollte ein Prozess werden, den die gesamte Welt verfolgen konnte. Und hätte man alles konsekutiv gedolmetscht, hätte sich der Prozess dreifach verlängert. Also brauchte man eine neue Technik, um wirklich ein Medienereignis aus diesem Prozess zu machen. Journalisten wie Ernest Hemingway, Erich Kästner und John Steinbeck unter anderem wohnten
diesem Ereignis bei. So sah Nürnberg aus, völlig zerbombt, mit Schutt auf den Straßen, kaum intakte Gebäude. Demgegenüber sah so der Justizpalast aus. Der Palast selbst war intakt. Hinten im hinteren Oval waren die Gefängnisse untergebracht. Auch diese waren intakt, das Ganze mit einer großen Mauer umzogen. Und was ein großer Vorteil war, war die Tatsache, dass von den Gefängnissen ein unterirdischer Gang direkt in den Justizpalast führte. Das hatte den Vorteil, dass die Gefangenen auf dem Weg vom Gefängnis in den Palast nicht noch ganz besonders bewacht werden mussten. Die Angeklagten, es waren 24 Personen. Die Führungsriege der Nationalsozialisten war tot. Hitler hatte einen Tag nach seiner Hochzeit mit Eva Braun Suizid begangen im Führerbunker. Goebbels hatte ebenfalls mit seiner Frau Suizid begangen, nachdem sie die 6 Kinder vorher umgebracht hatten. Ebenso Himmler, Suizid nach der Festnahme. Er war der Verwalter der KZs. Einige Angeklagte, nur beispielhaft, das würde zu weit führen und zu lang dauern, wenn ich sie alle anführen würde. Hermann Göring, er war der Reichsführer der Sturmabteilung, der General der Schutzstaffel, Reichsmarschall. Ich nehme das Ergebnis des Prozesses gleich auch vorweg. Auch er hat nach dem Prozess, Suizid begangen. Joachim von Ribbentrop, der Reichsminister, er wurde verurteilt zum Tod durch den Strang. Ernst Kaltenbrunner, er war der Zuständige für die Fremdarbeiter, ebenfalls. Er war der Chef der Geheimen Staatspolizei, tot durch den Strang. Und Fritz Saukel als Zuständiger für die Fremdarbeiter, ebenfalls tot durch den Strang. Die Angeklagten waren in Zellen hinter dem Justizpalast untergebracht, wie ich gerade schon angedeutet hatte. Sie wurden in der Zeit vor dem Prozess durch einen amerikanischen Gerichtspsychologen beobachtet. Sie wurden auch befragt. Auch bei diesen Befragungen waren Dolmetscher dabei. Und es wurde zu ihrem Verhalten von dem Gerichtspsychologen auch ein Tagebuch erstellt, zu ihrem Verhalten und zu den Gesprächen, die man mit ihnen geführt hatte. Der Prozess, ich habe es schon gesagt, es war notwendig, simultan in großem Stil durchzuführen. Man hatte bis zu diesem Zeitpunkt wenig Erfahrung mit simultan. Man hatte Erfahrung Ende der 1920er Jahre mit einer IBM-Anlage, die man auch eingesetzt hatte bei verschiedenen Gelegenheiten, aber eigentlich ausschließlich zum Ablesen vorher übersetzter Reden, beispielsweise bei der ILO, International Labour Organization 1927. Man hatte Erfahrungen mit 2 Personen, mit André Kammerker und Hans Jakob. Kammerker hatte 1934 und Hans Jakob 1936 die Reden von Hitler beim Parteitag in Nürnberg für das französische Radio simultan gedolmetscht. Man wusste, an simultan ging kein Weg vorbei. IBM hat eine Anlage kostenlos zur Verfügung gestellt und die Verantwortung für die Gesamtrekrutierung und die Dolmetscherseite des Prozesses lag bei Leon Dostert oder Leon Doster. Er war der Chef der Language Division und Dolmetscher von General Eisenhower. Vielleicht ganz kurz, was war das für ein Mensch, dem man die Organisation des Simultandolmetschens in 4 Sprachen anvertraut hat? Ein kurzer Blick auf seine Biografie. Er war der sogenannte Teamchef. Er wurde in Frankreich, in Elsass geboren.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 wurde ein Teil Frankreichs von den Deutschen besetzt und die Deutschen führten Deutsch als Pflichtfach in den Schulen in den besetzten Gebieten ein. Und Dostert lernte schnell und konnte sehr bald auch zwischen den Besatzern und seinen französischen Landsleuten dolmetschen. Nach der Befreiung durch die amerikanischen Truppen begann dann Dostert auch Englisch zu lernen. Auch hier zeigte sich wiederum seine Sprachbegabung und er begann als Dolmetscher für das amerikanische Militär zu arbeiten. Als Dank dafür half ihm das Militär auch nach Kriegsende seine Ausbildung in den USA fortzusetzen. Er arbeitete zeitweilig an der französischen Botschaft in Washington. Er wurde amerikanischer Staatsbürger, Dolmetscher von Eisenhower und 1945 damit beauftragt. Gut, wir waren bei dem Teamchef gewesen, bei Leon Dostert, der schon für die Besatzung mit den Deutschen Deutsch gelernt hatte und in dieser Zeit auch schon als Dolmetscher zwischen Deutschen und Franzosen gearbeitet hat. Er hat dann Englisch gelernt, als die Amerikaner Frankreich befreiten und hat für das amerikanische Militär gedolmetscht, ist dann in die USA gegangen mit Hilfe der Amerikaner, hat an der Botschaft gearbeitet, wurde amerikanischer Staatsbürger und wie gesagt dann beauftragt mit dem Dolmetschsystem in Nürnberg und später bei den Vereinten Nationen. Auch ein Institut für Sprachen und Linguistik hat er gegründet und dort sich eingesetzt für eine Methode, um Blinden das Erlernen und Lehren von Fremdsprachen zu ermöglichen. Rekrutierung, das ist eine Thematik zusammen mit Organisation und Unterbringung, über die Francesca Gaiba in ihrem großartigen Buch Pionierarbeit schon geleistet hat, The Origins of Simultaneous Interpreting, wo viele dieser Informationen, die wir heute weiter verbreiten, von ihr festgehalten wurden. Die Rekrutierung lief so ab, dass man Dolmetscherinnen und ÜbersetzerInnen in ganz Amerika und in Europa suchte. Das Problem bei der Rekrutierung war, dass man ja zunächst einmal etwas überlegen musste, wonach man rekrutierte, was man eigentlich suchte. Man hatte Eignungstests veranstaltet in verschiedenen Ländern. Man hat auch Übungsprozesse veranstaltet. Man hat sich Gedanken gemacht über Bewertungskriterien. Wie weit braucht man Sprach- und Kulturkenntnisse? Wie weit braucht man Fach- und Sachkenntnis? Was ist mit Geschwindigkeit, mit Stress, mit Konzentrationsfähigkeit? Welche Bedeutung hat die Stimme? Also alles Überlegungen, die bis heute in den Ausbildungsinstituten eine Rolle spielen. Die Tests, die durchgeführt wurden, etwa 500, waren zum Teil sehr fundiert. Man hat dauerhaft dann 36 Dolmetscherinnen jeweils verpflichtet. Für die deutschen Tests war Peter Überall zuständig und er hatte sehr darauf geachtet, dass vor allem zweisprachige Personen in Frage kamen, die wirkliche Zweisprachigkeit hatten. Das heißt, sie mussten einen Test absolvieren, bei dem sie 10 Bäume in 2 Sprachen wissen mussten, 10 Bäume, 10 Vögel, 10 medizinische Begriffe, 10 landwirtschaftliche Geräte und das, wie gesagt, in 2 Sprachen. Man fragt sich heute, ich frage mich das nicht, weil ich es weiß, ich wäre nicht genommen worden, ich wäre spätestens bei den Vögeln gescheitert. Aber offensichtlich hatte Peter Überall ein gutes Händchen mit dem, was er verlangt hat, denn das Ergebnis der Prozesse ist ja entsprechend überzeugend gewesen. Was war das für ein Mensch, Peter Überall? Er ist aufgewachsen in Wien, hat Sprachwissenschaften und Literatur dann in Wien und Grenoble studiert. Er hat 1938 mit jüdischem Ursprung
ist er aufgewachsen, ist 38 nach Paris gegangen, hat dort in einer Exportfirma gearbeitet, ist auf Bitte der Eltern nach New York ausgewandert und ähnlich wie Dostert hat er die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen, ist als Dank dafür in die US-Armee eingetreten und wurde dann vom Pentagon nach Nürnberg berufen von 1945 bis 1948. Er war später dann Dolmetscher in Vietnam und die Hauptbotschaft der Nürnberger Prozesse für ihn war schlichtweg never again. Peter Überall war auch als Monitor tätig bei diesem Prozess und er wurde auch während des Prozesses mit der Auswahl und den Tests von weiteren Bewerbern betraut und 1947 übernahm er auch die Aufgabe des Chefdolmetschers. Und wenn man ein bisschen über ihn liest, dann stellt man fest, dass er offensichtlich sehr beliebt war. Was wurden nun für Menschen rekrutiert? Man legte größten Wert darauf, dass diese Personen vor allem keinen nationalsozialistischen Hintergrund hatten. Man konzentrierte sich auch sehr stark auf junge Menschen. Berufe, interessante Berufe waren dabei RadiosprecherInnen, JuristInnen, LehrerInnen, JournalistInnen, aber auch MedizinerInnen. Personen, die eine Zeit in verschiedenen Ländern verbracht hatten, zum Beispiel die Kindheit und Jugend und später das Studium oder dort arbeiteten. Das, was man heute vielleicht als Migrantinnen bezeichnen würde. Die Rekrutierung lief insgesamt recht schleppend. Es lag unter anderem daran, dass sowohl die Franzosen als auch die Russen ein großes Problem hatten, entsprechende Leute zu rekrutieren, zu finden, aufgrund der jeweiligen Situation in ihren Ländern. Die gefundenen Dolmetscher waren untergebracht in konfiszierten Gebäuden. Was heißt das? Das heißt, die Gebäude wurden den Besitzern weggenommen. Diese durften gegebenenfalls auch im Keller wohnen, wenn sie bereit waren, die Gäste zu versorgen. Die DolmetscherInnen wurden verpflegt im Grand Hotel, was auch noch ein intaktes Gebäude in Nürnberg war. Dort fanden auch zur Zerstreuung Tanzabende statt. Es gab eine Bezahlung für diese Dolmetscherinnen, die neben einem Gehalt auch das bekam, was sehr begehrt war in dieser Zeit, Seife, Kaffee, Zigaretten, Nylonstrümpfe. Die Jüngeren mögen völlig erstaunt sein über diese Aufzählung, aber es waren die Produkte, die fehlten und mit denen man auf dem Schwarzmarkt eigentlich fast alles bekam, vor allen Dingen Medizin, die man so sonst nicht erstehen konnte. Das heißt, es waren ausgesprochen beliebte Produkte, die für den Lebensunterhalt der Personen eine große Rolle spielten. Und so sah die Prozessvorbereitung aus. Alles, was vorhanden war an Dokumenten, musste sortiert werden, in 4 Sprachen übersetzt werden. Es waren 16.000 Seiten Sitzungsprotokoll, 2.360 Beweisdokumente der Anklage und 2.007 der Verteidigung und 240 Zeugen, Zeuginnen wurden gehört. Diese Sortierung, wie Sie sehen, der ganzen Blätter, Akten, die auf Lastwagen nach Nürnberg transportiert worden waren, wurde von Frauen durchgeführt. Die Vorbereitung der Prozesse sah auch so aus, dass dann Probeprozesse stattfanden, so etwa 2 bis 6 Wochen vorher. Es wurden Dokumente verlesen. Es wurden Verhöre improvisiert und man arbeitete am sprachlichen Ausdruck. Das war besonders wichtig, weil bei diesem Prozess 2 Rechtssysteme aufeinandertrafen, das römische Recht und das angelsächsische Recht. Und im angelsächsischen Recht gab es, wie gesagt, das Kreuzverhör.
und diese Art von Verhören musste geprobt werden. Und kurz vor Prozessbeginn nahmen auch Richter und Ankläger an diesem Prozess teil. Und dann begann der Prozess. Es war der erste Prozess mit Kopfhörern, wie man sehr schön auf diesem Bild sieht. Hinten an der Wand die DolmetscherInnen. Dazu wird sicherlich gleich auch einiges noch gesagt von meinen Kolleginnen und Kollegen. Die Dolmetscher waren organisiert in drei Gruppen, A12 Personen. Sie arbeiteten im Rotationsverfahren. Eine Gruppe war im Gerichtssaal, die zweite Gruppe im Nebenraum und die dritte Gruppe durfte sich in der Regel erholen. Eine Ausnahme hierbei bildeten die russischen DolmetscherInnen, die diese Erholungsphase nicht hatten. Und es gab einen Monitor, der das Ganze beaufsichtigte und als Teamchef agierte. Und hier sehen wir so einen Nebenraum, in dem die DolmetscherInnen saßen, den Prozess verfolgten, um jederzeit bei diesem Prozess eingreifen zu können, abgelöst oder die Kollegen ablösen zu können. Was man sieht und was heute sicherlich ungewöhnlich ist, ist auf den Tischen die sehr, sehr vollen Aschenbecher. Das war zu der Zeit noch üblich, dass man ohne dass dies Aufsehen erregte, geraucht hat. Man sieht auch, wie aufmerksam verfolgt wird, wie Notizen gemacht wird, wie zugehört wird, um eben das Geschehen entsprechend verfolgen zu können. Und was im Gerichtsraum dann sonst noch geschah, denke ich, erfahren Sie gleich noch von den Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mit der Person enden, mit der ich angefangen habe, mit Patricia van der Elst, die als Resümee von diesem Prozess Folgendes sagt, woran ich mich erinnere. Der bleibende Eindruck war die erdrückende Atmosphäre. Wir wussten vor 1942 nicht, dass es Konzentrationslager gab. Und als ich all das sah und hörte, war das grauenvoll. Ich sage immer, ich war 21 Jahre alt, als ich diese Arbeit anfing, und war 10 Jahre älter, als ich aufhörte, 4 Monate später. Und damit möchte ich den Vortrag beenden. Hier ist noch eine kurze Literaturliste mit den wichtigsten Werken, auf die ich mich auch bezogen habe. Und freue mich darauf, gleich meine Kolleginnen zu hören, die auf dem Gesagten ja dann sicherlich aufbauen werden und mehr Informationen zu dem geben, was im Raum dann während des Prozesses passierte. Vielen Dank. Grazie, dottor, per questa interessante relazione. I can hear you. Abbiamo potuto vedere e sentire, anzi, come tutto si è sviluppato, come appunto siamo arrivati al processo di Norimberga e naturalmente anche sentire i modi in cui questa tecnica si è sviluppata in quell'occasione particolare dove la pressione era sicuramente molto forte e dove appunto bisognava riuscire a fare questa cosa, costi quel che costi. Ecco, questo forse era l'elemento più interessante. Dörte, io ti ringrazio, c'è stato un grande applauso qui dal pubblico e mi dispiace che non possiamo interagire, che non possiamo avere delle domande adesso, ma casomai vediamo casomai se ci saranno domande di fartelo sapere comunque in futuro. Grazie ancora per questo contributo. E adesso procediamo invece con il secondo intervento. E abbiamo una persona che è stata citata già più di una volta, è la volta di Francesca Gaiba, che appunto è l'autrice di questo libro pubblicato nel 1998 sul le origini dell'interpretazione simultanea, il processo di Norimberga. Francesca Gaiba ha studiato dapprima interpretazione di conferenze, ma poi si è dedicata a parecchie altre cose. Attualmente è Research Professor e Senior Director della gestione operativa e divulgativa dell'Institute for Policy Research della Northwestern University. È stata anche dal 2007 al 2009 direttrice associata dell'Ufficio per la Ricerca nelle Scienze Sociali
all'Università dell'Illinois di Chicago e poi dal 2010 al 2015 ha diretto l'Institute for Research on Race and Public Policy della stessa università. Insomma, diciamo una persona che ha iniziato da una parte e finita in altre parti, insomma, quindi ricca di esperienze e di studi soprattutto. Quindi è con grandissimo piacere che do la parola a Francesca Gaiba, che ci presenterà alcune cose inedite, direi, perché si tratta della corrispondenza che lei aveva avuto fra il 1995 e il 1998 con gli interpreti che avevano lavorato al processo di Norimberga e quindi che avevano poi tutte queste cose erano confluite nel suo libro, ma qui mi sembra che verranno dette alcune cose che invece non sono state ancora dette. Quindi grazie per questo interessante contributo. Grazie. Abbiamo la presentazione PowerPoint. Perfetto. Se vuoi la faccio io. No, okay. Ok, la faccio io. La freccetta, vero? Buon pomeriggio e grazie dell'invito di partecipare a questo evento importante. Forgive me for giving this presentation in English, but though I was born and raised in Italy, I'm a native speaker of the language, I promise. But by now I have lived longer in the United States than I have in Italy. And since I conducted this research on the Nuremberg interpreters in English, I'm most familiar with the legal and technical terms in this language. As some of you know, I'm the author of this book, The Origin of Simultaneous Interpretation, The Nuremberg Trial, which was published by the University of Ottawa Press in 1998. This was the first book-length publication on a topic that today is so important to all of us who are passionate about the history and profession of interpretation, the history of the Nuremberg trial and the 20th century. But in the 1990s, there were very few published articles about the system of interpretation at the Nuremberg trial and the interpreters who pioneered that system and frankly contributed immensely to the trial. This book offers a complete overview of the beginning of simultaneous interpretation and presents a description of its workings at the 1945-46 war crime trials. Astonishing as it may seem, the miracle of simultaneous interpretation did not receive any attention from historians. Thousands of volumes have been written about the trial, about its legal, political, and historical aspects. But if we were to add all of the parts dealing with the interpreting system up to 1999, they would have amounted to about a dozen pages. Interpreters receive as much attention as court stenographers, police officers, or press correspondents. And yet one thing is clear, the Nuremberg trial would not have been possible without simultaneous interpretation. I conducted the research for this book as a student at the Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori of the University of Bologna with its headquarters in Forlì, where I studied for my bachelor's degree in 1990 to 1996. It took me a little longer than 4 years because of this research. The research on the Nuremberg interpretation was conducted at the University of Heidelberg School of Interpreters and Translators in Germany in 1993 and 94. And then in 94-95 at the University of California, Berkeley in the United States. I was able, and I am so glad about this, I was able to find and contact more than a dozen Nuremberg interpreters who were still alive at the time of my research, 50 years after the trial. Two things are worth noting about the time when my research happened in the 1990s. One, which made the research at all possible,
and the other which made it incredibly difficult compared to how research is carried out today. In the mid-90s, many Nuremberg interpreters were still alive and able and willing to be interviewed to share their memories and materials with me. That was about 25 years ago. As you can imagine, the interpreters have since passed away. And therefore, the timing of my research was incredibly lucky. At the same time, the research for this book happened before internet and email, before they were established as research tools. This may be hard to imagine for all of you junior scholars in the room, and maybe hard to remember for the rest of us, but there was a time when research was done only on paper. Specifically, apart from one in-person visit, a few phone calls, and sporadic rudimentary emails, all of my contacts with the Nuremberg interpreters took place via faxes or via the postal service, with letters I would type and print, mail in an envelope with a stamp, and wait for a few days or weeks or months for a reply. Luckily, I saved and subsequently digitally scanned all of my mail correspondence with the Nuremberg interpreters, so we still have all of this correspondence. Since the interpreters are no longer alive today, 25 years after my research and 77 years after the beginning of the trial, their correspondence to me about their experience at the trial, their handwritten testimonies, their photocopies of Nuremberg materials they held in their basement become that much more valuable as a personal, human, and historical record. In the book, I put all of the information and all of the data and all of the recollection for the interpreters. So today I'm presenting something different, something that few people have seen, which is a glimpse at the Nuremberg interpreters' lives in 95, 98, and their personalities as gleaned via their correspondence with me. Before we start, I would like to take a moment to talk about the most iconic picture of Nuremberg interpreters, which you see here. Right before my book went to print in 1997, I went to the US National Archives in College Park, Maryland, to the photography collection to find high quality pictures of the trial and hopefully of the interpreters. Going to a photography archive is an incredible experience. At the archive, I was given white cotton gloves to wear to avoid damaging, touching any original photographs, and boxes full of Nuremberg pictures were wheeled to my desk. It's hard to describe the emotion in that moment of pulling out original picture after picture of the Nuremberg trial and its participant, especially in the box with the Nuremberg interpreters. After years of research and having seen very few published images of the Nuremberg interpreters, I finally pulled out this picture that you see here. And when I pulled out this picture, I realized I already knew the woman pictured in it, but I had never seen her. I had read about her. I had heard her mentioned in the documents. I had seen references to her as, quote, the passionate haystack, whose name was Margot Bortlin Blant, an excellent Nuremberg interpreter who acquired that nickname for her expressive mode of interpretation, as well as her blonde updo, a hairstyle in which she was able to accommodate the headphones. Seeing her for the first time and recognizing her was an emotional moment akin to finding a lost long relative. To my knowledge, this picture had never been used before in publication. Once the picture appeared in the cover of my book, fortunately, it was the first time, but not the last time, it was used on a wide scale. This picture has now become iconic. It is on the cover of the exhibit, One Trial, Four Languages. It is on the cover of the brochure for this excellent series of events in Trieste.
However, I want to show you the picture as it was taken in the original. As you can see from this slide, there is a person who has been consistently cropped out of every version of this picture, maybe because of formatting, maybe because his role was not as glamorous as that of the interpreters. But I can assure you that it is because of this person, Mr. Peter Weberall, that so much of what we know today of Nuremberg interpretation has been preserved. In the picture, Mr. Weberall is performing the role of the monitor, which I will briefly describe below. As you can see from three other beautiful pictures of Nuremberg interpreters from my research files, all of these are from the National Archives, the monitor was a constant presence in the courtroom during interpreting. Let's go back now to Mr. Peter Weberall. Ernest Peter Weberall was one of the interpreters who stayed longest at the trial. He worked there as a monitor from the beginning in 1945 and later became interpreter for German into English and then chief interpreter during the subsequent proceedings, remaining in Nuremberg until 1948. As we heard before, he was born in Vienna in 1911 of a Jewish family. As monitor, he was responsible for monitoring the accuracy of the interpretation and the functioning of the equipment and for the communication with between interpreters and the court. I contacted Mr. Weberall in January of 95 from my dorm room at the University of California, Berkeley, and he immediately called me in response to my first letter. He was such a wealth of information on the phone that I could barely keep up writing down notes while talking to him, as you can see in the slide. Fortunately for the historical record, most of our interactions after that took place via mail letters, which I preserved. In my youthful enthusiasm, I peppered Mr. Weberall with tons of questions, such as, how did you find out about the trial? Who had the idea of using simultaneous interpreting? How were the interpreters trained? How were relations with the Russian team? How did it feel to live in post-war bombed out Nuremberg? Do you have the names and addresses, most importantly? Do you have the names and addresses of other Nuremberg interpreters, etc.? He did, by the way. He was incredibly generous with his time, recollections, historical material, a videotape with interpreters, interviews, etc., which he shared with me. He wrote his letters on a typewriter, as you can see, adding corrections and page numbers by hand and a handwritten signature on all of them, making his letters to me so much more personal and touching. In 95, he even created two documents detailing the workings of the interpreting system at Nuremberg, specifically to answer all of my questions. It was only years later that I realized the importance and the incredible honor of having a participant in world history create a historical record in response to my questions as a 24-year-old junior researcher. Mr. Weberall comes across in his letters as both authoritative and humble. Oh, I'm sorry. Should I go back to the beginning? No. He comes across as both authoritative and humble. Authoritative when he knows, and he's glad to dispel confusion of seemingly contradictory historical sources. Humble when he reaches the limits of his memory, as in the letter he wrote to me when I sent him pictures of interpreters for him to identify. He said, quote, concerning the other two photographs, I'm still quite at a loss. I recognize nearly all of the faces of the interpreters shown, but I cannot yet recall some of the names. I would like to keep the copies for a while and see if I can do better, unquote. This is from February 11, 1995. My correspondence with him also contains lovely moments that bring a smile to my face and show some of his personality. In the opening sentence of his February 25th letter that you see here on the slide at the very top, he says, quote, dear Ms. Gaiba,
Your letter of February 14th, parenthesis, date stamp, February 21st, exclamation mark, and close parenthesis, arrived today, February 24th, and I was glad to hear from you. Mr. Wiberow was not shy in gently scolding me for my lack of promptness in mailing my letter, while at the same time expressing his continued interest in participating in the research. Please remember that at this point in time, neither Mr. Wiberow nor I knew that this university thesis would ever be published as a book by a university press, or that it would continue to sell hundreds of copies every year for 23 years. He only knew that I was an Italian student at Berkeley interested in an event that he had firsthand knowledge, and he was willing to help me, even though for all he and I knew, this thesis, this tesi di laurea, could have ended up in a dusty drawer at the moment of my graduation and never seen the light of publication. In May 1996, I sent Mr. Wiberow a copy of my final thesis as it was submitted for graduation to the University of Bologna. He sent me a congratulatory handwritten note, which you can see here, together with, of course, a long list of corrections. You can also see here what he looked like when I met him. In January of 97, we celebrated together the news that the University of Ottawa Press was going to publish the thesis as a book, and he agreed to write an excellent preface for it. In 97, I had the great joy of meeting Mr. Wiberow and his wife in person at their home in Virginia. Another interpreter I was able to correspond with was Elizabeth Hayward. Here you can see one of the handwritten notes she sent me. She was born in Russia in 1919, and her family then migrated to Germany and then France. She worked as a court interpreter at the trial at the English into French position. Incredibly, she told the story of going on the first day she arrived into the visitors' gallery of the Nuremberg courtroom when she was astonished to see and hear simultaneous interpreting. She thought it was impossible that the interpreters could translate simultaneously, a practice that she and most other people in the world had never seen before. Despite this fact, she received no training at all. And we know all of the interpreters here, how frightening that might be. In the courtroom the following day, she had to launch into simultaneous interpreting, and overcoming the initial difficulty due to the unfamiliar technique and vocabulary, she found that simultaneous interpreting was actually feasible after all, and that she could do it. Edith Colliver first served as a German-English-German consecutive interpreter at the pretrial interrogations, and then as a court interpreter at the beginning of the trial. She subsequently worked as a research analyst conducting interrogation of female members of indicted Nazi organizations. Incredibly, I met Ms. Colliver by absolute chance. I was working with the catering team for a dinner event at the International House in Berkeley, California, and I was introduced to Ms. Colliver as a student interested in the Nuremberg trial. And she told me she had been an interpreter there. We exchanged contact information, followed by many faxes back and forth, as you can see in this slide. Ms. Colliver died in 2001, a mere 6 years after corresponding with me about her role in the trial. Siegfried Rammler. Mr. Rammler was a court interpreter during the main trial and the subsequent proceedings, and then chief of interpreting from 48 to 49. He was born in Vienna in 24. In Nuremberg, he arrived before the beginning of the trial. He served as a pretrial interrogator, which he considers the most interesting part of his experience in Nuremberg. He worked as a consecutive interpreter during Hermann Göring's pretrial interrogation. In the courtroom, he worked at the German into English position for the whole trial, sometimes acting as monitor. You can see him in this picture taken during the trial in the orange circle. I apologize for the bad quality of the picture, but there's a reason why I'm showing you this.
In 1995, when corresponding with Nuremberg interpreters, I would send them photocopies of the very few available pictures of Nuremberg interpreters taken from books or historical newspapers, in the hope that they would be able to identify specific interpreters for me. In this case, as you can see from his writing at the bottom of the photocopy, Mr. Rammler identified himself, Tom Brown, and Peter Wibberall. You can also see one of many letters he sent me. This is a handwritten note about how the passage of time had taken its toll on his memory of the names of other interpreters in the picture. In the next slide, you can see what he looked like in 2014 in an interview with the International Association of Conference Interpreters, AIC, next to one of the faxes he sent to me in 1997 from his university office in Hawaii. Alfred Stier. Mr. Stier was deputy chief and then head of the Nuremberg Translation Division. Born in 1913 in the US, when he arrived in Nuremberg, he did not test out as an interpreter, but became a valuable administrator. Alfred Stier was in charge of recruiting interpreters, and he was sent across Europe to find and select them. At the end of the trial, he was asked to translate the verdicts in advance. And for reason of security, he organized a special group of translators who agreed to remain locked up for the entire duration of the translation. In this slide, you can see a picture of him at his office in Nuremberg. He was incredibly valuable for my research. Mr. Stier was generous with his time, recollections, and in his willingness to share with me original historical documents he has saved in his house, such as the personnel index files that you can see here on the left. And these are incredibly valuable. They give the address of the interpreters in Nuremberg, how much they were paid, who hired them, etc. Incredibly, incredibly full of information. As well as a document on the right about the interpretation that he wrote. Mr. Stier wrote this in 1946, called Simultaneous Multilingual Interpreting System. This document was originally written on a typewriter, on parchment or onion paper, and not only had the ink spread on the page, making it almost impossible to read, but the paper was so thin that the ink on the other side of the page showed through. This eight-page document is an original source. That is, it was written at the time of the trials instead of a recollection 50 years later, and is and was a fundamental document in my research and my understanding of how the interpreting system worked at the trial. And Mr. Stier had written this, and he made a copy and sent it to me. He was a scholar of German literature and a lover of Italian culture. We became friends and stayed in touch for a few years after my research. He teased and complimented me on my graduation by calling me Signorina Dottoressa, which you can see here in both, as you can see in these two letters from him. And he joked that he was inflicting his handwriting on me when he could not access his typewriter. It is a horrible handwriting, but what an amazing historical record that we have. Anyway, this concludes my presentation, but I have something really important to tell you. I want to let you all know that I have scanned all of my original unpublished sources, including the letters of the interpreters to me. I'm giving free access to anybody who wants it. It's in a one Microsoft OneDrive folder, and I'm able and willing to give access to anybody. This folder includes the entire bibliography of my book, all the letters of the interpreters, all the unpublished and archival materials that I collected from numerous archives around the world. You can simply email me at this address at Northwestern University, and I will give you access to the online folder, and you can have your fun reading
original documents, both from 1945-46 and from 1995-98. Thank you, and I look forward to your questions. Grazie per questo interessantissima relazione, è emozionante direi, commovente, e che fa vedere come la ricerca può essere una cosa proprio di passione, no? E quindi che sveglia tanti sentimenti. Quindi grazie per averci resi partecipi di queste cose. Adesso se ci sono domande per la dottoressa Gaiba. Sembra di no. In questo momento sono tutti che hanno avuto delle sensazioni forti e bisogna un attimo decantare. No, c'è una domanda, eccola. Marcocchi. Sì, il microfono, sì, perché c'è. Non sento niente. Non si sente, no. Mi dispiace. Venga qui. Venga, venga. Grazie, Carlo Marzocchi, ex studente e interprete qui, anche docente. Mi sentite? Sì. Io è circa 25 anni che volevo incontrare Francesca Gaiba, quindi sono molto molto contento. È vero che la lettura di quel libro, che raccomando a tutti, è stata, quando è uscito, un'esperienza estremamente significativa, perché per chi lavorava come interprete agli inizi, allora, era un andare a ritrovare le radici e il mito fondante della professione, del quale, sul quale fino a poco prima si avevano solo tracce molto poco chiare, molto appunto avvolte nelle nebbie del mito. Chiederei a Francesca Gaiba se in generale ha, dalla sua corrispondenza con gli interpreti di Norimberga, l'impressione o un dato anche solido su quanti di loro sono rimasti poi nella professione, per esempio nel prossimo grande, nel successivo grande momento di espansione della professione, che fu la creazione delle Nazioni Unite subito dopo la guerra. Ecco, questo mi pare un qualcosa di decisivo anche per capire quali evoluzioni demografiche, sociologiche ci sono state nella composizione del corpo, diciamo, degli interpreti da Norimberga in poi. Grazie. Okay, I'm going to answer in English to keep it consistent with the interpreting setup, and thank you to the interpreters for an excellent job. Appreciate it. So to answer your question, the majority of the interpreters remained in the field of language and interpretation. A number of them went on to become professional interpreters in Geneva, New York, League of United Nations, etc. And they even became instructors and head of departments of conference interpretation across the world. Many became professors of language and literature also in a lot of American universities.
So I would say the majority stayed in the field, if not necessarily strictly working as professional interpreters, but many of the post-war famous interpreters that spread across the world were coming from Nuremberg. And actually, I remember an anecdote of some of the people that stayed with the subsequent proceedings complained that the best interpreters had been swept up and taken to New York to work at the United Nations. Grazie Francesca per questo intervento, per essere venuta a Trieste. Una cosa che mi sono sempre chiesta leggendo il suo libro e poi anche riflettendo sul processo di Norimberga e da lì sulla formazione degli interpreti è la seguente. Noi oggi diamo per scontato che serve la formazione per diventare interpreti e io personalmente non ho nessun dubbio su questo. Però mi ricordo anche quello che scrisse e disse Jean Herbert, interpreti si nasce, non si diventa. Allora, pensando all'esperienza degli interpreti di Norimberga, che furono letteralmente buttati nell'arena, qualcuno era già interprete, non simultaneista, ma consecutivista. Ma se non ricordo male, c'era anche qualcuno che conosceva le lingue, ma non necessariamente era interprete o aveva praticato l'interpretazione consecutiva. Nella corrispondenza con questi interpreti, quelli che ovviamente ha potuto raggiungere, emerge qualcosa di inerente alla formazione, perché qualcuno di loro poi ha anche insegnato nelle scuole interpreti, no? E come hanno vissuto questo momento? Cioè, e come vedevano dunque la formazione? Come la concepivano? E se la ritenessero davvero necessaria, avendo vissuto loro in prima persona quello che hanno vissuto? Grazie. Thank you for that question. Let's first of all remember that the selection of interpreters was happening in a two-way pattern. From the United States, people were selected for knowledge of languages and then were shipped to Nuremberg. Unfortunately, that system did not work because a lot of the people that were shipped to Nuremberg could not perform simultaneous interpreting. As you say, we know how important it is to train. And so on the one hand, I must say that there was a sense, even at Nuremberg, that some people could do it, could be thrown into the booth and figure it out, and some people just could not. Now, the other thing we have to remember is that at Nuremberg, while the main courtroom was being finalized for the trial, because it had major repairs that needed to happen, a mock interpreting system was set up in the attic, and the interpreters remember practicing for 2 weeks, 2 to 3 weeks before the trial. So while that is nowhere near in the time that we think is necessary today, where we think, you know, 2 years is necessary, 2 to 3 years to become an interpreter, at a minimum, they had a chance to try it and see if they could do it outside of the courtroom. So hopefully not too many people during the actual trial were testing it out on the spot, because that of course has implication for the trial. I would say that the people that after the trial went on to become head of interpreter schools across the world, I would say unanimously agreed that there was a need for training. They probably saw that that a lot of people with an aptitude can be trained and then can perform well, but that very few people could just improvise simultaneous interpreting on the spot. And so
I have no recollection of anybody from Nuremberg, you know, sort of arguing that there was no need for schools of interpreters. And in fact, some of them, you know, went on to either help found them or direct them in the years after the trial. Possiamo concludere. Grazie ancora. Bene, mi aggiungo ai ringraziamenti, Francesca, bellissimo, bellissimo intervento, grazie. Posso dire a Carlo Marzocchi, che saluto ovviamente, uno degli interpreti di Norimberga venne qui a Trieste qualche anno fa come commissario esterno per i miei esami finali. Ecco, quindi qualcuno rimase nella professione. È anche un pericoloso indice anagrafico per quanto mi riguarda, ma questo è un altro discorso. Allora, passiamo al prossimo relatore, che spero ci stia sentendo. Il prossimo relatore è Jesús Baigorri, altro nome molto famoso nel campo degli studi sull'interpretazione, nel campo degli studi sulla storia dell'interpretazione. Baigorri ha insegnato per molti anni a Salamanca, Baigorri è stato interprete alle Nazioni Unite a New York, è laureato in storia e ha un dottorato in traduzione e interpretazione, quindi davvero ha coltivato questi suoi interessi a partire dalla sua formazione. Attualmente è membro fondatore del gruppo Alfa Checker. Ha scritto molti libri, una dozzina di volumi sull'interpretazione e la traduzione e, come dicevamo, sulla storia della interpretazione in particolare. Questo è tutto. Jesús, a te la parola. Prego e ciao naturalmente. Muchas gracias, Maurizio. Grazie, Maurizio. Saluti a tutti, a tutte. Quiero empezar por agradecer a todos los organizadores de este encuentro en el que me siento privilegiado de participar por las personas con las que coincido en la mesa redonda, aunque solo dos están presentes en Trieste. A mí me ha dado mucha tristeza el no poder acercarme personalmente, no estar allí, porque no conozco la ciudad y me hubiera gustado mucho coincidir con los compañeros, con los colegas. ¿Se oye bien o se oye con eco? No lo sé, no estoy seguro. Pregunto porque yo no oigo nada. En fin, en todo caso, reitero el privilegio que supone para mí compartir mesa con Ingrid Kurz, con Dörte Andres y con, por supuesto, Francesca Gaiba, que acaba de hablar y cuya obra conocí y reseñé nada más ser publicada en la University of Ottawa Press, porque en aquellos momentos yo estaba trabajando, empezando a trabajar sobre la historia de la interpretación de conferencias, no empezando desde Nuremberg, sino desde antes, desde la Conferencia de París en el año 1919. Voy a intentar subir compartiendo la pantalla una proyección de diapositivas. Bueno, pues lo que quería decir, este es lógicamente el título de la intervención. El proceso de Nuremberg suele considerarse, podemos pasar a la diapositiva siguiente. Next slide. No, la primera. Esa. Digo que suele considerarse el proceso de Nuremberg del año 1945 a 1946
como un momento crucial en la historia de la interpretación. Y lo fue efectivamente en el sentido de que expuso ante la opinión pública internacional la posibilidad de interpretar de forma simultánea. Eso se vio pues, a través de los noticiarios, se conoció por mucha gente, se distribuyó por todas las agencias de noticias, los periodistas, etcétera, que había desplazados a Núremberg, porque se trataba desde luego de un juicio histórico en el que se iba a encausar a los presuntos criminales del régimen nazi, y que solo serían evidentemente condenados una vez que se hiciera un proceso debido, como así fue. Ahora bien, el hecho de que se considere a Núremberg como el punto de partida de la interpretación simultánea, pues merece desde luego una matización. Podemos pasar a la siguiente. Porque efectivamente la interpretación simultánea no empezó en Núremberg. Se había empezado a utilizar aproximadamente 20 años antes, sobre todo en las instituciones internacionales que habían surgido después de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones y en particular la Organización Internacional del Trabajo, pero también en algún momento el propio Tribunal Permanente de Justicia Internacional que se había establecido en 1921 en La Haya, también utilizó en algunos momentos, a comienzos de los años 30, el sistema de interpretación simultánea prestado por la Organización Internacional del Trabajo. También se empezó a utilizar en la Internacional Comunista, la Comintern, que se había fundado en 1919. Allí se produjo, lógicamente, un proceso de propaganda, de lo que podríamos llamar evangelización laica, en la que se distribuyó la idea del comunismo un poco como réplica al Pentecostés, un Pentecostés tardío, diríamos, de los predicadores de la Biblia según el mito cristiano. Pero además de la Internacional Comunista, también se utilizó en sus derivadas la Internacional de los Sindicatos, la Profintern, el Socorro Rojo Internacional, etc. En todas aquellas instituciones se empleó la simultánea con prototipos técnicos diferentes al de, no necesariamente iguales que el que se empleó después en Núremberg. En Núremberg sí es verdad que la simultánea se impuso como el modo habitual de trabajo tanto en las sesiones públicas como en las reuniones que celebraban los jueces entre sí, donde no se utilizaba el alemán porque lógicamente no había jueces alemanes. Y desde luego todo lo que se realizaba en las sesiones se transmitía por la prensa a todo el mundo. En la fotografía que ven ahí hay un ensayo, en el primer curso que yo conozca, aparte digo de Pentecostés, el primer curso de interpretación simultánea, en donde vemos a Alan Gordon Finlay con un aparato llamado Hashephone que se estaba probando en aquellos momentos con algunos candidatos a participar como intérpretes en las conferencias oficiales de la Organización Internacional del Trabajo. En realidad, el promotor había sido Edward Faillean, un empresario estadounidense, hijo de judíos alemanes emigrados a los Estados Unidos, y él, que viajaba mucho a Europa desde Estados Unidos, había observado que las conferencias requerían mucho tiempo por la utilización de la interpretación simultánea y que resultaría mejor algún sistema en el que se pudiera trabajar la interpretación consecutiva, he querido decir, que se pudiera trabajar con interpretación simultánea. De modo que él, a partir en torno al año 1924, ya le escribe al director general de la Sociedad de Naciones, Sir Eric Drummond, proponiéndole la idea de crear algún sistema de interpretación simultánea. El curso de 1927
tuvo éxito y next slide, please. Y en la siguiente diapositiva vemos cómo en la conferencia, el undécimo periodo de sesiones de la OIT en el año 1928, ya vemos ahí al público asistente con sus auriculares escuchando la interpretación simultánea. Esa interpretación simultánea se utilizó durante la conferencia principal. No se utilizaba en todos los entornos, no todas las comisiones la tenían. Siguió funcionando la interpretación consecutiva, tanto en la OIT como en la Sociedad de Naciones, pero lo que es un hecho es que en las conferencias se empleaba ya de manera habitual la interpretación simultánea, con unos equipos muy, digamos, muy, muy rudimentarios todavía. A la par que se produce esto en Ginebra, esta conferencia tiene lugar en Ginebra, muy poco tiempo después, si pasamos a la siguiente, podemos ver que en Moscú se estaba utilizando también en la Comintern un sistema de interpretación simultánea completamente distinto al que se empleaba en la OIT. Ni siquiera los intérpretes ni siquiera llevan auriculares, están muy cerca de los oradores y hablan a un micrófono que tienen ahí colgado como de un arnés desde el cuello. Ahí vemos a una mujer y al fondo también a un hombre interpretando en la Comintern en Moscú en el año 1928. De modo que ya vemos que en 1928 se estaba utilizando, y no solamente se estaba utilizando, sino que se estaba llegando a reconocer algunas cosas que probablemente están perdidas en la memoria, o mejor dicho, en el olvido de los que han practicado la interpretación, como es el hecho de que durante el curso preparatorio del año 27, los propios miembros de la Sociedad de Naciones que estaban supervisando el curso se dieron cuenta de que media hora era aproximadamente lo máximo que podía aguantar un intérprete sin perder calidad, concentración, etcétera. De modo que el periodo ese de la media hora aproximadamente, que se ha convertido en canónico como los turnos de intervención de los intérpretes, tiene como historia la percepción observacional de quienes estaban supervisando aquel curso hace aproximadamente 100 años. Lo malo de los olvidos, dicho sea de paso, es que hay cosas que no se registraron, como por ejemplo que en el año 1928, en la Conferencia Internacional de la Organización del Trabajo, se utilizaron 8 idiomas, no 4 como en Núremberg, sino hasta 8 idiomas en algunos momentos. Y esos idiomas, entre ellos, se encontraba el japonés. Cuando llegaron los juicios de Tokio, inmediatamente después de Núremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios que ha estudiado nuestra compañera Kayoko Takeda, no concibieron la posibilidad de que se hicieran en simultánea, porque consideraban que era imposible interpretar simultáneamente entre el japonés y el inglés y el inglés y el japonés. Bueno, pues si hubieran conocido que en la Conferencia Internacional del Trabajo, unos cuantos años antes, pues casi 20 años antes, se había utilizado la simultánea, seguramente habrían podido pensar de otra manera. De modo que en este aspecto la historia, aunque volveré sobre ello seguramente si me da tiempo, la historia no es predictiva, pero sí es sí enseña cosas, en cierto modo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos unas fotografías de la Organización Internacional del Trabajo. En realidad pone año 1939, pero me da la impresión por lo que me enviaron los archiveros de fotografía de allí, me da la impresión de que pusieron esa fecha porque no tenían otra, pero en realidad el intérprete que está a la izquierda, que está trabajando todavía con Hashaphone, no
creo que fuera en el año 1939, porque en aquellos momentos ya se utilizaba directamente un micrófono normal. Y por otro lado, la otra figura que aparece en la derecha tiene, aparte del aspecto de meme o meme, como una especie de los auriculares, como una especie de sonrisa y ojos, tiene el selector que figura aquí en la parte derecha, yo no lo puedo señalar, pero que figura en la parte superior derecha de la fotografía de la derecha, tiene la patente y que pone algo así como Translation Filin Finley Translation System, que es la que en el año 1930 patentó Filin y que después compró IBM, la empresa de IBM, que la prestó gratuitamente para los procesos de Nuremberg. De manera que esto es parte de esa historia. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí se ve el congreso, el séptimo congreso de la Comintern, donde probablemente aparezcan las cabinas más antiguas en fotografía, por lo menos que yo conozco. Esto me lo pasó nuestro compañero Sergei Chernov, y este es de un congreso del año 1935. Están trabajando, son dos mujeres, dicho sea de paso, están trabajando en unas cabinas muy rudimentarias, no tienen auriculares, pero sí tienen una especie de embudo como micrófono a través del cual están trabajando al francés y al alemán, con condiciones mejoradas desde el punto de vista laboral respecto a la fotografía anterior que habíamos visto del año 28, en cuanto a salario y las condiciones de trabajo y demás. Pasamos a la siguiente. Aquí he querido marcar algunas de las paradojas relativas a la interpretación en Nuremberg, que en parte las han señalado ya Dörte y Francesca en sus intervenciones y que son bien conocidas. Es decir, la mayoría de los intérpretes no había practicado la interpretación simultánea y muchos ni siquiera la consecutiva antes de ser contratados para el proceso. Alguno había que había practicado la simultánea porque había habido algún congreso en los Estados Unidos en donde sí se había utilizado. Por cierto, la Nuremberg no precede a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se fundan en la conferencia de San Francisco de junio del año 45 y entrará en vigor la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre, que es más o menos de ese mismo año, que es más o menos cuando echa a andar el proceso de Nuremberg, porque ya habían firmado el número de Estados miembros necesarios para que entrara en vigor. Lo digo porque no haya confusión, es decir, Nuremberg no fue antes que las Naciones Unidas, en realidad entró dentro del mismo paquete, lo que pasa es que en las Naciones Unidas, en aquellos momentos, todavía en el 45, se estaba utilizando solo la consecutiva, es la que se utilizó en la conferencia de San Francisco, pero había algunos como Edward Roditi o Hakon Chevalier que ya habían trabajado en algunas conferencias en simultánea y ellos, desde luego Roditi participó en Nuremberg también como intérprete. Francesca ha mostrado la fotografía de Steer, que quedó como jefe, digamos, de todo el servicio de interpretación una vez que Dostea se marchó de de Nuremberg a Nueva York en abril del año 1946. Pero en realidad el proceso lo había lanzado, el proceso de la incorporación de la simultánea lo había lanzado Dostert, que logró convencer a Jackson de que podía funcionar la interpretación simultánea justo en el año 45, cuando se estaban haciendo las normas, de las que también ha habido una proyección anterior de cómo debía funcionar la interpretación y que se elaboraron en Londres. Una de las paradojas que supone la interpretación en Nuremberg es que
tuvo impacto no tanto en la interpretación de tribunales, aunque Núremberg era un tribunal militar internacional, sino en la interpretación de conferencias. Entre otras razones porque el equipamiento que se estaba utilizando se había empleado en formato de conferencias y porque además, después de Núremberg, se siguió utilizando desde luego en los procedimientos, en los procesos posteriores y en algunas otras reuniones donde se juzgó a los perpetradores de crímenes del régimen nazi, por ejemplo en Polonia, en varios idiomas también, pero en realidad a nivel internacional, global, no se volvió a utilizar la interpretación simultánea en tribunales hasta que acabó la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética. Y es cuando se crean, y nuestra colega Celia Bonchina lo ha mostrado esta mañana, se crean los tribunales la Yugoslavia, de Ruanda, después de Sierra Leona y después la Corte Penal Internacional, en donde normalmente las grandes potencias se excluyen de la jurisdicción de esos tribunales. Por eso es por lo que no se utilizaban en otros momentos, porque desde luego en Núremberg solo se juzgó a los vencidos, no a los aliados, que también pudieron tener y cometer crímenes de guerra y de otro tipo. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos las pruebas, unas de las pruebas que se están haciendo de la simultánea en Nueva York en septiembre del año 1946. Y en la fotografía que ven, la segunda persona que se ve a la izquierda, desde la izquierda, es Jenia Rossov, que era una de las que aparece en la imagen icónica que ha mostrado Francesca. Ella estaba detrás en cabina francesa y el otro que estaba a su lado era Armand Yakubovich. Al tercero no lo reconozco. Pero en este caso vemos a Jenia Rossov, desde luego es una prueba, y el que está escuchando en la parte inferior derecha es Mark Priceman, que fue mano derecha de Doster en Núremberg y que participó como intérprete en los interrogatorios previos al proceso. Priceman hablaba los cuatro idiomas del proceso y por eso lo llevaron desde los Estados Unidos para que pudiera interpretar en esas previas y también para que pudiera servir de, digamos, de enlace con los soviéticos, porque el régimen de los soviéticos que participaron como intérpretes en Núremberg se regía por normas diferentes a las del resto de las lenguas o de los idiomas distintos del ruso. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son los que acompañaron a Doster, que aparece en la fotografía de abajo como un director de orquesta viendo todas las cabinas en las Naciones Unidas, y los que están ahí por orden de izquierda a derecha son Elizabeth Hayward, Yuri Klemnikov, Jenia Rossov, Ina Telberg, en una foto con Mark Priceman precisamente, y debajo George Vasilchikov. Francesca Gaiva tuvo la suerte, inmensa suerte, de contactar con ellos en unas fechas muy tempranas, digo, de interrogarlos, en fin, de entrevistarlos a través de la correspondencia y por teléfono y demás. Yo a Elizabeth Hayward la conocí trabajando en cabina, es decir, ella era su relé, el que yo tomaba cuando se producía un discurso en ruso, y era una delicia escuchar cómo trabajaba del ruso al francés y tomar yo del francés para interpretarlo hacia el español. A Yuri Klemnikov también lo conocí allí, y con Mark Priceman tuve mucho trato, pero él ya no estaba en las Naciones Unidas. Digo, por mencionar también la relación directa, incluso profesional, que algunos ya que llevamos mucho tiempo siendo jóvenes, pues hemos podido tener la oportunidad de disfrutar esa posibilidad por ser mayores, en una palabra. Siguiente diapositiva. Otro ejemplo más de interpretación de conferencias derivado, en cierto modo, del modelo de Núremberg. Esta es una
fotografía de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 31ª primer periodo de sesiones en San Francisco en el año 48. Siguiente diapositiva. Aquí vemos algunas de las consecuencias del desarrollo de la simultánea a partir de Núremberg. El modo simultáneo, según se percibió seguramente por la opinión pública en aquellos momentos, era como una auténtica revolución técnica en la que prácticamente se podía traducir automáticamente. En aquellos momentos, en el año 1936, se había visto ya la película de Charlie Chaplin, Modern Times, en donde se veía esa sociedad industrial súper mecanizada, etc. Bueno, pues lo que está claro es que en realidad no bastaba con la mecánica para poder interpretar. Sin los cerebros y sin las laringes de los intérpretes no era posible. En ese sentido, también cabe recordar que las pruebas de selección para los intérpretes se basaron, desde luego, en aptitudes que eran necesarias, saber si conocían las lenguas, lo de los nombres de árboles, etcétera, que han mencionado Dörte en su intervención, como hacía Überall en su selección. Ahora bien, se dieron cuenta de que había también otro tema en cuanto empezaron a trabajar, y es el tema de la entereza emocional para poder hacer frente al reto de interpretar, en algunos casos, a aquellas personas que habían sido responsables de la desaparición de sus familias o de su propio encarcelamiento en campos de concentración, porque Jenny Arzov estuvo en Ravensbrück, por ejemplo, en el campo de concentración, y otros como Jakubowicz perdió a su familia, Peter Less también, hubo unos cuantos que perdieron directamente a sus parientes a manos del régimen nazi, y entonces les costaba mucho pensar en esta cuestión. Esto tiene que ver con lo que se habló el otro día del trauma en la intervención que hizo Sergio Adamo ayer. Y por otro lado también cabe decir, recordando algunos de estos nombres, como la propia Hayward, como Überall, como Sackheim, como Roditi, como Hugh Wolfe Frank, como Sonnenfeld y algunos otros, Priceman, que el origen judío de no pocos intérpretes hizo que las voces que se escucharon en Núremberg, aunque no fueran con su pensamiento original, sino simplemente como intermediarios, también fueron judías. Ayer decía la profesora Catalán que solo tres judíos habían participado en Núremberg. Bueno, pues de los intérpretes había más de tres que tenían origen judío también allí. Bien, un acontecimiento de escala mundial, como fue el proceso de Núremberg, es lo que propició la incorporación plena y muy rápida del cambio técnico. Pero la evolución tecnológica continuó a raíz de la experimentación que hubo, sobre todo en las Naciones Unidas, y en parte relacionado con las personas que habían estado en Núremberg anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Lo lógico habría parecido que conforme iba avanzando la tecnología cada vez más evolucionada a lo largo de los años, que hubiera habido una evolución también en cuanto al cambio de la simultánea in situ a la simultánea remota. Y en realidad quiero decir que yo en algún momento llegué a decir que esa era la interpretación lógica desde el punto de vista histórico, pero no necesariamente desde el punto de vista de mis intereses personales, aunque algunas personas me malinterpretaron si dije que lo uno tenía que venir detrás del otro. Lo único que quería decir es que la evolución razonablemente lógica de la técnica parecía, digamos que, augurar eso. Dostek se marchó de las Naciones Unidas muy poco, después de estar muy pocos años en Nueva York, entre otras cosas por el conflicto que hubo entre consecutivistas y simultáneos. Pero a donde se marchó, que fue a Georgetown, empezó a hacer experimentos con IBM en 1951 de traducción automática. Llegaron a trabajar con un algoritmo
de unas 300 expresiones entre el ruso y el inglés en aquellos momentos de cúspide de la Guerra Fría. En la ONU, siguiente diapositiva, por favor, en el año 1978 ya empezaron los ensayos de la interpretación remota. Y concretamente al que vemos en la fotografía de la derecha, a la derecha del todo, es George o Yuri Klebnikov, uno de los intérpretes que había estado en Núremberg. De modo que ahí vemos la evolución, como también nos enlaza con Núremberg. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos esta porque en realidad son una serie de cambios de las tecnologías y demás. Siguiente, por favor. Esta es una del año 2016 de la sala del Consejo de Seguridad en la ONU, en Nueva York, y ahí se puede ver que ya el intérprete tiene un monitor en su cabina y está viendo al mismo orador que está abajo en la sala, lo está viendo mucho más cerca. Siguiente diapositiva, por favor. Paralelismos históricos con la situación actual. Lo que decía anteriormente, podría haber aparecido como normal la idea de que de la interpretación in situ se hubiera pasado a la remota muy rápidamente. Sin embargo, ha habido que esperar hasta otro acontecimiento de características mundiales, en este caso la pandemia de la COVID-19, para ver un aumento claro en el uso de interpretación de conferencias simultánea y remota. Esta sesión en la que estamos se está produciendo de esa manera. No hay duda al respecto. Siguiente diapositiva. Esta fotografía salió, son fotografías hechas por las Naciones Unidas en julio del año 2020 y son tres de las jefas de cabina árabe, de cabina francesa y de cabina china, trabajando desde sus casas en las Naciones Unidas en Nueva York. De modo que no es ningún invento, es una realidad clarísima y no es el único caso en donde se ha producido eso, como bien saben quienes me están escuchando en estos momentos. Conclusiones, siguiente diapositiva y ya terminamos. Simplemente quiero decir que Núremberg significó un paso en la profesionalización, sin duda, aunque no el paso definitivo. Todavía tuvieron que suceder otras muchas cosas para que la profesión adquiriera una carta de naturaleza más sólida. Y desde luego algunos de los intérpretes que habían trabajado en Núremberg siguieron trabajando como intérpretes y otros no. Otros se dedicaron a otras cosas, porque aquello fue un periodo de paréntesis casi en sus vidas. Siguiente diapositiva, que ya es la última. Los que habían tenido formación en la Escuela de Ginebra, aunque habían aprendido solo con consecutiva, pues en algunos casos no solamente trabajaron como intérpretes, sino que también se dedicaron a enseñar la interpretación. Lo que pasa es que como ellos habían aprendido la consecutiva, consideraron que la consecutiva era absolutamente primordial, aunque nada demuestra que eso fuera así. En Núremberg algunos entraron directamente a hacer simultánea sin haber pasado por la consecutiva. No necesitaron esa otra formación, pero así quedó y así ha seguido y así sigue, sin que esto quiera decir que la consecutiva no se utilice en determinados entornos. Pero desde luego la proporción que supone, por ejemplo, en la Unión Europea, las pruebas para ingresar como intérprete con la consecutiva y la simultánea en relación con los porcentajes de práctica con las dos modalidades a lo largo de la vida profesional, no tienen en absoluto correlación. Conozco a unos cuantos intérpretes que no han utilizado la consecutiva nunca, pero sí tienen que pasar la prueba de la consecutiva, porque si no pasan. En Núremberg se vio el comienzo de la feminización de la profesión. De hecho, en realidad ya antes, porque en 1928 algunos de los que salieron del curso eran mujeres. Las que hemos visto en las cabinas de rusas también. En la Guerra Civil Española, los intérpretes que vinieron a la Guerra Civil Española acompañando
a los asesores soviéticos, la mitad eran mujeres. De modo que no es exclusivamente en el mundo de conferencias donde se ha producido, también en el mundo de los conflictos, de lo que ha hablado esta mañana, ha sido la sesión de esta mañana, Linda Fitchett y otras colegas. Y creo que, como ya he dicho lo que digo ahí en el último párrafo, creo que con esto termino, dando las gracias a todos por su atención. Pase, por favor, la siguiente diapositiva, simplemente para darles las gracias y darles las gracias a mi intérprete y a los intérpretes en formación que han estado practicando ahí en la sala. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra a Maurizio Vietzi como moderador. Grazie Jesus, grazie per questo excursus, questo viaggio nella storia a partire veramente dagli inizi della simultanea. Purtroppo la tecnica ci impedisce di avere una sessione di domande e risposte e quindi dobbiamo fermarci qui per questo intervento. Ancora grazie, è stato molto interessante e continua a studiare, continua a scrivere, per favore, perché abbiamo bisogno di saperne sempre di più. Grazie ancora. Grazie. Bene, e adesso arriviamo all'ultima relazione, all'ultima relatrice di oggi, Ingrid Kurz, che rivediamo con molto piacere da queste parti. Ingrid Kurz ha insegnato per moltissimi anni all'Università di Vienna, ha una formazione in cui c'è anche un dottorato in psicologia, si è occupata ampiamente di storia, si è occupata in quanto interprete tantissimo anche di interpretazione per i media, un curriculum molto ricco e molto interessante. Credo che una delle prime volte in cui ho incontrato Kurz ebbe l'occasione e l'opportunità di parlare di interpreti nell'antico Egitto, addirittura mostrando delle vecchie immagini, delle vecchie cose, insomma una storia molto affascinante, una relatrice molto interessante. Ingrid, the floor is yours. Ja, herzlichen Dank für die nette Einleitung. Damit ich es nicht am Schluss vergesse, möchte ich mich gleich zu Beginn ganz herzlich bei meinen Dolmetscherkollegen bedanken. Als letzter Redner hat man es einerseits leichter, andererseits schwerer. Leichter, weil schon vieles gesagt und vorweggenommen wurde. Schwerer, weil eigentlich die Zeit, die vorgesehen war, für diese Veranstaltung schon abgelaufen ist. Aber ich hoffe, ich kann Sie doch noch ein bisschen für das Thema interessieren. Und zwar geht es bei meinem Vortrag um die Berichte von Augenzeugen. Und ich habe mich für 4 Dolmetscher entschieden. Und zwar Richard Sonnenfeld, dessen Name ja schon genannt wurde, ebenso Siegfried Rammler, dann Peter Less und Marie-France Skunke. Warum habe ich mich gerade für diese 4 Leute interessiert? Einmal, weil ich Marie-France Skunke in den 80er Jahren persönlich interviewen konnte. Peter Less wurde von einer amerikanischen Kollegin interviewt, ist auch öffentlich aufgetreten. Und Siegfried Rammler und Sonnenfeld haben beide ihre Memoiren geschrieben. Und ich habe mit Dörte Andres und einem Kollegen aus Wien, Klaus Keindl, ein Buch herausgebracht über Dolmetscher im Netz der Macht, wo es um die Autobiografien von Dolmetschern unter oder in autoritären Regimes gegangen ist. Und ich habe mich mit Rammler und Sonnenfeld näher befasst. Also das zur Erklärung meiner Auswahl. Sehen wir uns die Leute einmal einzeln an. Richard Sonnenfeld wurde in Deutschland geboren, aus einer Ärztefamilie, und seine Eltern haben ihn im Alter von 14 mit einem Kindertransport nach England geschickt.
Er hat dann ein sehr ereignisreiches Leben geführt, ist in der amerikanischen Armee gelandet und als solcher dann nach Nürnberg gekommen. Sonnenfeld war eine Ausnahme. Er hat in den Vorverhandlungen bei den Einvernahmen konsekutiv gedolmetscht, war dann auch bei der Eröffnungssitzung im Einsatz. Dostert wollte ihn in seinem Team haben, aber er hat abgelehnt. Er hat sich einerseits, und das werden wir später noch hören, der Aufgabe nicht ganz gewachsen gefühlt. Und andererseits hat er die Einvernahmen mit insbesondere Göring als viel spannender gefunden als die Arbeit bei Gericht in der Kabine. Er ist also dann nicht Dolmetscher für das Gericht geworden, sondern hat weiterhin für die Amerikaner gearbeitet als Monitor. Siegfried Rammler, ein ebenfalls jüdischer Abstammung, in Wien geboren. Auch er wurde von seinen Eltern mit 14 nach London geschickt, hat dort bei seinem Onkel gelebt und hat Englisch studiert, ist dann ebenfalls in die Armee eingetreten, hat dort als Sprachmittler gearbeitet und ich werde dann schildern, wie er nachher nach Nürnberg gekommen ist. Er war eigentlich der längst dienende Dolmetscher in Nürnberg. Er blieb bis 1949 und hat auch also bei den Nachfolgeprozessen gearbeitet. Peter Less ist der älteste unter den vier Dolmetschern, über die ich sprechen werde. Er war 17 und ist auch in Deutschland geboren, Abstammung also jüdischer Familie. Und er hat seine Eltern überzeugen wollen, dass sie aus Deutschland weggehen. Seine Familie war völlig integriert. Die Mutter hat ein Geschäft geführt. Sie haben keinen Grund gesehen, wegzugehen und haben die Gefahr, die von den Nazis ausging, eindeutig unterschätzt. Er ist mit 17 allein in die Schweiz gegangen und ja, er war auch der Einzige, der dann überlebt hat. Wir werden später noch darüber hören. Marie-France Gunke, ja, und Less war ein Absolvent der Genfer Dolmetschschule. Also er ist nicht direkt vom Militär nach Nürnberg gekommen, sondern als Absolvent der Genfer Schule. Dann Marie-France Gunke, die ebenfalls schon genannt wurde. Sie ist zweisprachig aufgewachsen in Polen. Ihr Englisch war aber ebenfalls ausgezeichnet. Also man kann sie praktisch als dreisprachig bezeichnen. Und sie hat 1944 ihr Studium in Genf abgeschlossen. Vielleicht kurz ein Überblick über die Punkte, die ich hier ansprechen möchte. Einmal die Frage, wie kamen diese Dolmetscher zu ihrem Engagement? Dann als nächsten Punkt, mit welchen psychischen und sprachlichen Problemen hatten sie zu kämpfen? Wie sind sie damit umgegangen? Und schließlich, wie haben sie ihre Zeit in Nürnberg beim Gericht und außerhalb des Gerichts erlebt? Und dazu beginnen wir vielleicht mit Sonnenfeld. Wie gesagt, Sonnenfeld war tätig in der amerikanischen Armee und er war im Einsatz in Salzburg damals, als, und das beschreibt er genau wörtlich in seinen Memoiren, folgende Situation eintrat. Sonnenfeld, Private Sonnenfeld. Ich schmierte gerade einen Panzerwagen im Salzburger Hauptquartier des Second Corps, 7th US Army. Beeilen Sie sich, Private, brüllte der Sergeant des Fahrzeugparks. Der General braucht einen Dolmetscher. Das klingt eigentlich wie aus einem schlechten Film, aber so war es. Er war ölverschmiert, wurde ins Flugzeug gesetzt und flog nach Paris. Dort wurde er dann für die Amerikaner tätig, die den Nürnberger Prozess vorbereiteten. Es mussten eine Unmenge von Dokumenten
gesichtet und übersetzt werden. Das war seine erste Aufgabe. Aber nach und nach kam er auch zum Einsatz als Dolmetscher für die amerikanischen Offiziere. Und er schildert in seinen Memoiren, dass er sich am Anfang völlig unbehaglich fühlte. Er war ein gemeiner Soldat und er war auf einmal unter den Offizieren, wurde genauso behandelt wie diese. Aber er fand sich sehr schnell in diese Rolle hinein. Und er schildert in einem Interview auch, dass er ja lange Zeit als einziger Dolmetscher für die Amerikaner dort gearbeitet hat und sich auf einmal in der Rolle des Chefdolmetschers sah. At a further conference, I mean, then the prosecution. Prosecutions were organized, and by default, I was the only prominent interpreter. I mean, they would make trips and, you know, find somebody who could speak German or whatnot. So when I arrived in Nuremberg, I was the only one. And because I was Amon's interpreter, and all of a sudden they needed more, I was called the chief of the interpretation section. Another colonel by the name of Williams was the operations officer really for Amon, and he organized, and suddenly, you know, I was the chief interpreter. Dort in einem sogenannten Mobile Battalion, ich bin nach Nürnberg zum Justizpalast und habe mich dort gemeldet, das heißt nicht offiziell, aber ich ging zu einem Stab-Offizier und der hat mich sehr herzlich empfangen und sagen, ja, wir brauchen solche Leute wie Sie, wir brauchen Linguists. Beginnen Sie gleich nächste Woche. Die Prozessordnung sieht vor, die Verhandlungen im Nürnberger Justizpalast viersprachig zu führen. In Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch. Es gibt so einen Ausspruch, Necessity is the mother of invention. Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung. Das heißt, wenn wir in dieser Situation, mussten wir einen Weg finden, mit all diesen Sprachen auszukommen. Und das führt uns dann zum simultanen Dolmetschen. A multilingual, simultaneous interpreting system. It's very simple. On the witness stand, the defendant Jodl, who signed the German surrender agreements, speaks in German. His words are carried directly to the earphones of the interpreters. This gentleman, while Jodl is speaking, interprets his words into French. Mais il ne pouvait pas le libérer. At the same time, this lady, this gentleman interprets into Russian, and this lady into English. The Wehrmacht did march in. Ich habe Deutsch gehört in der Sprachkabine, aber habe Englisch gesprochen. Their interpretations with Jodl's German are carried directly to every scene in the book. Heute wird die für Nürnberg entwickelte Technik des Simultandolmetschens weltweit bei internationalen Konferenzen eingesetzt. Im November 1945, nur ein halbes Jahr nach Kriegsende, sind die Vorbereitungen abgeschlossen. There had been war crimes trials before. There was, however, a special motivation, initially from the American side, which became a leitmotif of the trials, to do something that would put an end to war. You remember the maps that appeared from time to time in the public press as these tremendous movements developed in Europe. Okay, ich weiß nicht, wie viel Sie davon gehört haben, aber das waren Originalaufnahmen, also Taylor erklärt das Simultan-Dolmetsch-System. Bei Less und Skunke war, wie ich schon erwähnt habe, die Situation ganz anders. Die hatten eine Dolmetsch-Ausbildung in Genf absolviert, wo natürlich nur konsekutiv Dolmetschen unterrichtet wurde. Less behauptet in einem Interview zwar, er hätte schon eine Simultanausbildung bekommen, aber da irrt er sich und da stimmt seine Erinnerung rückblickend nicht. Jedenfalls schreibt er oder sagt er in einem Interview,
dass er als, also er, ich habe erwähnt, er ist allein weggegangen von Deutschland in die Schweiz, hat dort keine Arbeitsbewilligung bekommen und hat sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Zu seinem Glück hat die Genfer Universität dann Stipendien an Flüchtlinge vergeben. Und so ist er dann am Dolmetschinstitut in Genf gelandet. Und er schildert dann, dass eines Tages eben amerikanische Offiziere an das Institut kamen. Sie haben 12 Personen getestet, 3 davon ausgewählt. Einer von den 3 war er. Und er flog nach Nürnberg im Alter von 25. Bei Marie-France Gunke war die Situation ähnlich. Sie hatte schon 1944 ihr Diplom bekommen und berichtet dann in dem Interview, das sie mir gegeben hat, dass sie 1 oder 2 Konferenzen bereits hinter sich hatte und dann, es war Winter, die Situation sah eher düster aus, keine Aussicht auf Arbeit. Sie hat sich damals überlegt, soll ich ein Buch übersetzen oder irgendwas anderes anfangen? Und auf einmal kam eine Anfrage per Telefon von Jean Meyer. Jean Meyer war damals für die Rekrutierung der französischen Dolmetscher zuständig. Und er fragte sie, ob sie Zeit und Lust hätte und teilte ihr mit, dass es simultan Dolmetschen geben würde. Sie hatte keine Ahnung davon, sagte das auch, gab es freimütig zu und entschloss sich, das Angebot natürlich anzunehmen. Soweit also zur Rekrutierung der Dolmetscher. Diese 4 Personen hatten keinerlei von den Tests durchgemacht, die später dann von Doster und überall eingeführt wurden. Ich habe schon erwähnt, dass Sonnenfeld sich entschied, nicht simultan zu dolmetschen. Und er schreibt dann in seinen Memoiren, dass er froh war, nicht hinter der Glasscheibe bei den anderen Dolmetschern sitzen zu müssen. Und er sagt auch, sie leisteten großartige Arbeit in den 4 Sprachen. Also er kannte seine Grenzen und beschloss, weiterhin als Monitor für die Amerikaner zu arbeiten. Die anderen Dolmetscher bekamen auch keine systematische Ausbildung. Les zum Beispiel sagt in dem Interview, das er meiner amerikanischen Kollegin gab, wir kamen in Nürnberg an, wir hatten da ein paar Stunden und man setzte uns einfach in diese Glaskabinen hinein und das war's. Und er berichtet auch, dass so wie die anderen Dolmetscher später er anfangs mit Übersetzertätigkeit beschäftigt war. Zur Arbeit der Dolmetscher und zu den Schwierigkeiten hat er sich sehr deutlich geäußert. Vielleicht können wir ihn im Original hören. Ja. Das ist schon das Gute. Das wäre es jetzt. Tired. So we were, you know, an hour and a half of strenuous, simultaneous, multilingual interpretation. It makes you sweat. It's very strenuous. It's much worse than an 8-hour day in the office, well, believe me. Ja, das ist eine viel zitierte Aussage. Also 1,5 Stunden Dolmetschen sind vergleichbar mit einem 8-Stunden-Tag im Büro. Marie-France Gunke hat auch in ihrem Interview sich dazu sehr deutlich geäußert und hat gemeint, dass Doster eine sehr kluge Entscheidung getroffen hat. Also die 1,5 Stunden Arbeitszeit und dann unbedingt wieder Pause waren notwendig. Ja, Skunke berichtet auch, dass sie ursprünglich mit Übersetzungen begonnen hatte. Dann wurde sie zu Gericht geholt. Sie erinnert sich nicht mehr genau, wie das Ganze abgelaufen ist. Und sie meint,
die Ausbildung oder die Schulung war überhaupt nicht systematisch. Und sie hat später dann in Genf und in Paris an den Dolmetschinstituten unterrichtet und sagt, wir von unseren Studierenden heute erwarten wir uns ganz andere Dinge. Sie berichtet auch, dass sie, während, wenn sie nicht gedolmetscht hatte, aber bei Gericht war, in einem Nebenraum saß. Und sie sagt, das war Saal 313. 313 werde ich nie vergessen. Dort saßen die Dolmetscher, die nicht im Einsatz waren. Und sie mussten genau zuhören. Und sie haben das Bild vorhin gesehen, wo sie sitzen und sich Notizen machen und sich auf ihren Einsatz dann vorbereiten. Ein ganz wichtiger Aspekt, der natürlich immer wieder zur Sprache kommt, wie gelang es diesen jungen Leuten, die Neutralität zu wahren? Wie schafften sie es, wo zum Teil ihre Familien von den Nazis ermordet wurden, diesen Menschen im Gerichtssaal gegenüber zu sitzen und zu dolmetschen? Und Skunke war die einzige, deren Familie also nicht von den Nazis betroffen war. Aber Peter Less, wie gesagt, hat seine ganze Familie in den Konzentrationslagern verloren. Sonnenfelds Familie gelang es, nach Israel auszuwandern. Rammlers Familie konnte sich ebenfalls in Sicherheit bringen. Sein Großvater kam im KZ um. Und wenn es geht, hören wir uns an, was Sonnenfeld dazu sagt. So curious to meet these people, to find out what they were like. I was under so much pressure to do my job that I didn't have much time to waste on my emotions, although over a period of time, a great contempt built up in me for the defendants. And I asked myself, how is it that these mediocre people could have made such huge headlines? Ja, er sagt dann an einer anderen Stelle in seinen Memoiren, ich empfand keinen persönlichen Hass gegenüber den Angeklagten und Zeugen, denen ich in Nürnberg begegnete. Zu diesen Leuten hatte ich keine persönliche Beziehung. Die Vernehmungen wurden leidenschaftslos und fair geführt. Und dann fügt er hinzu, ich wollte kein umgekehrter Nazi sein. Also das zeigt eine ungeheuer reife und großzügige Einstellung. Und gemeinsam ist allen vier Dolmetschern diese Trennung zwischen konzentrierter Arbeit und dem persönlichen Empfinden. Rammler sagt an einer Stelle in seinen Memoiren, die Bedeutung dieser ganzen Angelegenheit wurde mir erst viel später bewusst. Less sagt ebenfalls, ich musste mich auf meinen Job konzentrieren. Sie haben natürlich diese Spannung empfunden, die also zwischen der persönlichen Geschichte war und dem Geschehen im Gericht. Aber irgendwie haben sie es großartig geschafft, also ihre Arbeit auch zu tun. Rammler wäre der Nächste, der dazu Stellung nimmt. The question, then you find yourself just 6 or 7 years later in a formal legal process in which you are required to be independent, impartial, unemotional, to translate and interpret, or to interpret faithfully and honestly. When you arrived, did you have concerns about your ability to do that in an abstract sense? I didn't analyze my work in that way at all. I was preoccupied with doing a good job, having a difficult task, a task that was very challenging, that required dealing with unusual vocabulary, with many linguistic situations for which I was not prepared, and yet saying, I have to do it, I have to, working with colleagues who were helpful to me, we were able, you know, to bridge that gap that had to be bridged. Also Sie sehen, diese Trennung zwischen persönlichem Empfinden und der Notwendigkeit, seine Arbeit zu tun. Und besonders deutlich kommt das bei Peter Less heraus. Was it,
I know that you lost quite a few folks through the Holocaust. Yeah. Who did you lose? Everybody. Mm-hmm. My father, my mother, a grandmother, and my only sister. I'm the only one who got away. How difficult was it for you to sit there and... That's a question everybody asks me. You have to disassociate your feelings from your job. You have sworn to faithfully translate whatever it said. Well, you can't just get up and say, liar, liar. That's the end of your career. You have to translate these lies with a straight face. It's not easy, believe me, but you have to do it or else you're in trouble. Ja, ich glaube, diese kurzen Beispiele zeigen schon, welche Größe diese Menschen mitbrachten. Das muss man sich einmal vorstellen, in dieser Situation über einen langen Zeitraum zu funktionieren. Gut, abgesehen von diesen emotionalen Dingen gab es natürlich auch sprachliche Probleme beziehungsweise Übersetzungsfehler. Und was mich sehr beeindruckt hat, war, dass alle vier Dolmetscher sehr offen zugaben, dass es Schwierigkeiten und Probleme gab. Wir haben schon gehört, der Unterschied zwischen römischem Recht und Common Law, brauche ich nicht näher darauf einzugehen. Ein interessantes Beispiel nennt Marie-France Gunke. Da geht es um das tu quoque Argument, das Göring vorbrachte. Tu quoque, also du auch, ihr auch. Göring hat damit argumentiert, dass auch die Amerikaner, die Engländer Kriegsverbrechen begangen hätten. Und er sagt, auch ihr habt unsere Städte zerbombt. Auch ihr habt unsere Zivilbevölkerung getötet. Also das war das tu quoque Argument. Jackson hat es tu quoque ausgesprochen. Und Marie-France hat mir damals erzählt, sie war heilfroh, dass sie nicht dran war. Sie hatte keine Idee, was tu quoque überhaupt bedeuten sollte. Und sie hätte es nicht dolmetschen können. Ein Problem ergab sich auch aus dem Nazi-Deutsch. Die Nazis verwendeten Termini, die an und für sich durchaus neutral waren. Zum Beispiel Endlösung. Aber sie hatten natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Die Endlösung war nicht einfach Final Solution, sondern bedeutete die Vernichtung der Juden, schlicht und einfach. Und genauso, da gibt Rammler ein schönes Beispiel. Es ging um das Erfassen der ukrainischen Juden. Also wie groß war die Anzahl der Juden in der Ukraine? Wo waren sie zu Hause? Und es ging nicht nur um Registrierung, was man mit Register hätte natürlich übersetzen können, sondern es ging tatsächlich darum, zu erfahren, wo waren die Juden, wo sammeln wir sie ein und schicken sie nach Auschwitz. Und Rammler hat das auch mit seize übersetzt im Englischen. Und da ergab sich eine Diskussion, war das die richtige Dolmetschung oder nicht. Aber er hat sich mit seiner Dolmetschung durchgesetzt. Und Less berichtet über einen Fehler, den er beging, als er vom Englischen ins Deutsche dolmetschte. Und da ging es darum, im Englischen, Russia did something. Und er war sich nicht darüber im Klaren, dass es einen Mann namens Russia gab, hat es als Russland verstanden und hat natürlich übersetzt, Russland hat das und das getan. Großer Aufschrei bei den Russen. Er musste das lang also dann erklären und sich für den Übersetzungsfehler entschuldigen. Aber ich habe es großartig gefunden, dass also alle ganz offen und frei auch über ihre Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten gesprochen haben. Und kurz zu Ihrer Selbsteinschätzung im Rückblick. Da würde ich Ihnen gern Rammler vorspielen. Role of interpreters. I was all of 22 years old and I must say I would not have employed myself at that age. Haben Sie das gehört? Er hätte sich selbst nicht angestellt.
eine sehr offene Aussage. Ebenso deutlich äußern sich dann die anderen Dolmetscher. Less sagt, ja, wir waren einfach jung und nicht sehr erfahren, aber man brauchte uns. Und sie kamen sich einerseits vor wie Pioniere, aber andererseits haben sie auch nicht gefühlt, dass sie irgendetwas Besonderes waren. Und Skunke, die dann später natürlich unterrichtet hat, hat rückblickend gesagt, mir wird noch ganz schlecht, wenn ich daran denke, wie wenig ich vom Simultandolmetschen verstand, wie wenig ich von rechtlicher, medizinischer Terminologie wusste. Und es war ja schließlich eine ungeheure Verantwortung. Und sie sagt dann, gut, damals gab es aber einfach ganz wenige Dolmetscher. Wir haben on the job, also learning by doing, betrieben. Und damals hat sie sich auch nicht irgendwie als inadäquat oder unvorbereitet empfunden, weil sie nichts anderes gekannt hat. Und sie hat dann später an ihre Schule einen Brief geschickt mit der Empfehlung, Simultandolmetschen auch in den Lehrplan aufzunehmen. Vielleicht noch ganz schnell, und da kann ich einige Dinge überspringen, weil Sie schon gehört haben, wie haben die Dolmetscher ihre Zeit in Nürnberg erlebt? Wir haben jetzt über die Arbeit bei Gericht gesprochen, jetzt also zu dem Drumherum Freizeit. Und da haben alle übereinstimmend erzählt, dass eine ungeheure Diskrepanz bestand. Und sie hatten auf einmal das Gefühl, wieder frei zu sein. Der Krieg war vorbei. Sie waren auf Seiten der Siegermächte. Sie hatten auf einmal einen Job, der wahnsinnig gut bezahlt war. Also die Amerikaner zahlten sehr viel mehr als zum Beispiel das französische Außenministerium. Und wir haben schon gehört, Marie-France Skunke hat erzählt, wie großartig es war, dass sie einkaufen konnten in den Army Stores, wo es Kaffee, Alkohol, Nylonstrümpfe und gab. Alles Dinge, die im Krieg einfach nicht vorhanden waren. Dann waren sie also untergebracht außerhalb von Nürnberg und eben in Privathäusern und wurden natürlich bevorzugt behandelt, weil sie eben die Siegermächte vertraten. Sie hatten auch Zugang zu dem Transport mit Jeeps. Sie wurden von ihrem Wohnsitz zu Gericht transportiert. Einige Dinge, die schon genannt wurden. Und Skunke sagt dann, so komisch es klingt, ich verbinde Nürnberg mit materiellem Wohlstand. Aber gleichzeitig war ihnen allen bewusst, wie skurril und surreal diese ganze Situation war. Und Marie-France sagt dann an einer Stelle im Interview, es war einfach eine Art, sich abzureagieren. Nach all den schrecklichen Dingen, die wir bei Gericht gehört haben, mussten wir uns irgendwie freimachen davon. Und man muss sich überlegen, das waren Leute Anfang 20, die haben natürlich dann am Abend gefeiert und sind im Grand Hotel zusammengekommen. Es ist reichlich Alkohol geflossen, sie gaben das auch alle freiwillig zu. Aber es war, wie gesagt, eine Abreaktion. Schauen wir uns das an. Ja, da haben Sie noch eine Beschreibung von Rammler. Also der Alltag war so, man saß im Büro, man saß bei Gericht und dann am Abend wurde gefeiert, getanzt und ja, auch getrunken. Und an einer Stelle sagt er, we worked hard and we played hard. Skunke sagt dann, we had the time of our life. Also die haben sich einfach am Abend abreagieren müssen, und waren sich aber der Tatsache bewusst, dass das eine sehr artifizielle Situation war. Und sie haben auch diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Welten ganz deutlich verspürt. Noch ein weiteres Beispiel, das eigentlich das Ganze nur verdeutlicht. Ja, das war mal die Beschreibung. Und vielleicht jetzt
wie ging es weiter? Wir haben schon gehört, dass der weitere Verlauf, oder die Karriere, wenn man so will, dieser vier Personen sehr unterschiedlich war. Sonnenfeld ging zurück in die Vereinigten Staaten, bekam die amerikanische Staatsbürgerschaft, arbeitete als Elektroingenieur. Und da ist ein Fehler, hat sich ein Fehler eingeschlichen. Er hat nicht für die NASA gearbeitet, sondern an der Entwicklung des Farbfernsehens mitgewirkt. Rammler hat eine Hawaiianerin bei Gericht, die dort als Schriftführerin tätig war, kennengelernt und geheiratet, ging mit ihr zunächst nach Frankreich, hat dort in Paris Französisch und Literatur studiert und zog dann mit seiner Frau nach Hawaii, hat dort eine Schule gegründet und war letztlich tätig im East-West Center, ein Zentrum, das sich für die Zusammenarbeit mit Asien, insbesondere China und Japan, eingesetzt hat. Les hätte sich vorstellen können, er ging auch nach Amerika, er hätte sich vorstellen können, als Dolmetscher weiterzuarbeiten bei der UNO, aber da Deutsch keine Amtssprache war, hatte er dort keine Chance. Er hat dann zum Teil unterrichtet, aber anschließend sein Jusstudium absolviert und als Rechtsanwalt in Chicago gearbeitet. Und Marie-France Gunke ist die einzige von den Vieren, die dann den Beruf als Konferenzdolmetscherin sehr erfolgreich ausgeführt hat. Sie blieb auch nur bis Mai 1946, also knapp ein halbes Jahr in Nürnberg, bekam dann einen Auftrag anderswo, hat zwei Jahre lang für die UNESCO gearbeitet und anschließend als freiberufliche Dolmetscherin und war unterrichtend tätig, sowohl in Paris als auch in Genf. Und rückblickend haben alle vier also gemeint, dass Nürnberg sicher ein ganz wesentlicher Teil ihres Lebens war. Sonnenfeld sagt, also er wird die Nürnberger Prozesse nie vergessen. Und er verbindet es auch wirklich mit einer Verpflichtung, sich einfach der Verbrechen beziehungsweise aller Maßnahmen oder Versuche, nationale Souveränitäten zu missachten, zu widersetzen und dagegen anzukämpfen. Und Rammler sagt dann eher etwas pathetisch, dass Nürnberg also seine Weltsicht verändert hat. Und er hat sich dann als Erzieher, als Educator gesehen und es als seine Aufgabe betrachtet, zur Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft zu vermitteln. Also ich glaube, diese persönlichen Berichte von vier Augenzeugen sagen schon sehr viel aus und machen, ich glaube, auch das Verständnis für die Nürnberger Prozesse etwas leichter. Und man sieht es nicht nur als eine trockene Materie, wo halt ja das Simultandolmetschen auf einmal im Blick der Öffentlichkeit war, sondern erkennt, dass da wirklich ganz wichtige menschliche Schicksale damit verbunden waren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke nochmals den Dolmetschern. Ich hoffe, ich habe es Ihnen nicht zu schwierig gemacht. Dankeschön. Und ich entschuldige mich für die technischen Probleme, die sich meinem Einfluss leider entzogen haben. Dankeschön. Grazie, Ingrid. Thank you so much. Thank you so much for all this. If there is one word that I think captures perfectly the afternoon, your paper and the other papers. It's fascinating. I mean, we've been through 2 hours of very fascinating accounts, fascinating stories, fascinating papers. Thank you very much. Ci sono domande? Molto rapidamente, io direi sì. Ce n'è una subito. Ingrid, there is one question for you. Don't go away. You must face your responsibility. Okay. Na gut. Okay.
Okay. Sorry. Buonasera, mi chiamo Marina Barbici e sono interprete. Avrei una curiosità. Siccome lei ha parlato dei... Aspetta allora. Avrei una curiosità, siccome lei ha parlato dei problemi linguistici degli interpreti, volevo sapere come avveniva la ricerca terminologica all'interno dell'equipe. Avevano delle riunioni magari settimanali dove si scambiavano i traducenti problematici prima o dopo magari consultando degli esperti? E volevo sapere se ci sono stati casi di imposizione di termini dall'alto con i quali magari gli interpreti non erano tanto d'accordo, ma è stato loro ordinato di tradurre in un determinato modo. Grazie. Das ist in den Gesprächen oder also Interviews und auch in den Memoiren eigentlich nicht wirklich herausgekommen. Also mein Eindruck war, dass es eigentlich keine abgestimmte Terminologie zwischen den Dolmetschern gab, sondern dass ad hoc irgendwie geregelt wurde. Allerdings gab es vermutlich schon eine gewisse Kontrolle oder Übereinstimmung, weil die Dolmetschungen, also die mündlichen Dolmetschungen, die ja aufgezeichnet wurden, dann am Abend jeweils transkribiert wurden. Und da waren auch die Dolmetscher selber im Einsatz. Also Rammler beschreibt, dass er immer wieder am Abend die ja, mündlichen Dolmetschungen, die ja nicht immer druckreif waren, etwas korrigieren musste. Und ich kann mir vorstellen, dass da natürlich auch Einfluss darauf genommen wurde, wie es mit der Terminologie aussah. Beziehungsweise berichten eigentlich Less in erster Linie und Rammler, dass es immer wieder auch Rücksprache mit den Anklägern beziehungsweise den Richtern gab, eben um gewisse Termini abzuklären. Also wie genau das abgelaufen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Grazie, altre domande? Ci sono altre domande? A quanto pare no. Allora, Ingrid, thank you very much. No further questions. Thank you once again. Allora, abbiamo finito. Io lascerei la parola alla collega Riccardi per, come devo dire, una fine ufficiale di questo evento e di questo incontro. Per parte mia vi ricordo semplicemente di compilare questo questionario, usate questo cartoncino che vi è stato dato prima e ringrazio i relatori, le relatrici e tutti quanti presenti e passo la parola alla collega. Una parola di ringraziamento per chi ci ha seguiti fino a questo momento, ma un ringraziamento speciale sicuramente agli interpreti, sia quelli in presenza. Che quelli in remoto, Bettina Mara e Beth e Gelb, grazie tante per quello che ci avete permesso di fare oggi e un grazie anche ai nostri tecnici che anche se abbiamo avuto dei problemi tecnologici, diciamo che le modalità erano numerose e diverse e per cui veramente grazie per il supporto che ci hanno dato sempre in questo periodo. E ancora un grazie anche a The Office per l'aiuto per l'organizzazione, grazie anche alla divulgazione scientifica che ci ha permesso di fare anche tutto questo. E con questo io concludo, penso che abbiamo avuto modo di sentire degli spaccati di vita molto interessanti, molto toccanti, appunto lo dicevo già prima,
e anche che ci hanno dato l'idea di persone che sono arrivate in una situazione dove hanno dimostrato di cosa erano capaci. E penso che questo lo si può vedere e ammirare solamente. Ecco, con questo io desidero concludere quindi questo nostro incontro e vi ringrazio per la vostra presenza.